Hi Leute, Chris hier wieder. Heute zurück in meinem Schlafzimmer mit einem neuen Workout. Und zwar ein HIIT Cardio Intervall Workout. Ja, hab's extra geübt. Wie es der Name schon sagt, es wird wieder heftig zur Sache gehen. Wir haben 6 einzelne Übungen unterteilt in Zweiergruppen. Also 3 Zweiergruppen. Jede Übung hat eine Belastungszeit von 30 Sekunden. Danach gibt es 20-sekündige aktive Pause. Danach folgt gleich hinterher die zweite Übung des Paares. Ebenfalls 30 Sekunden Belastung, danach 20 Sekunden Pause. Dann kommt wieder die erste Übung und danach natürlich wieder die zweite. Also sprich, jede Übung, jedes Pärchen machen wir 2-mal durch. Dann kommt das nächste Pärchen. Es wird während des gesamten Workouts keine Ruhephase geben. Das heißt, wir sind ständig in Action. Daher auch das Cardio in dem Workout, ja, in den Namen. Ich will euch auch gar nicht lang zuquatschen. Ich würde sagen, ich bereite kurz meinen Intervalltimer vor und dann legen wir auch schon los. Und los geht's. Wir fangen an erstmal mit Burpees. Ja, achtet bei den Burpees immer drauf, dass ihr vor allem, wenn ihr in die Gerade geht, ja, dass euer Becken nicht durchhängt. Ja. Haltet den Bauch immer schön unter Spannung und versucht die Beine schön schwungvoll wieder nach vorne zu ziehen. So, 20 Sekunden aktive Pause. Jetzt kommen Ausfallschritte, gefolgt von einer Kniebeuge. Und zwar sind es gesprungene Ausfallschritte. So, hier ist es besonders wichtig, dass ihr die Ausfallschritte nicht mit der gesamten Fußsohle macht, also sprich nicht komplett mit dem gesamten Fuß aufkommt, sondern ihr hört es ja, nur mit den Fußballen. A, besser für eure Fußgelenke, B, natürlich wie immer für eure Nachbarn, der unter euch wohnt. So, nächste aktive Pause. Versucht in den aktiven Pausen schön tief zu atmen, Kraft zu sammeln für die nächste Runde. Und wieder Burpees. Wer will und fleißig ist, kann bei den Burpees noch eine Liegestütze machen. Ja, aber ja. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich habe gedacht, heute lasse ich es mal weg. Jeder wie er mag. Okay. Puh. So, die Pumpe geht. Das hört ihr ja schon, ja, an meiner Ausdrucksweise. Jetzt kommt noch mal eine zweite Runde Ausfallschritte. Und tief runter. Wenn ihr die Kniebeuge macht, den Squat, hier vielleicht noch zu sagen, dass ihr mit dem Oberkörper, also dem Rücken, schön gerade bleibt. Ich rate immer meinen Kunden, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Dadurch richtet man automatisch seine Brustwirbelsäule aus. Voila, man ist gerade. Und nö, das war's eigentlich auch schon. So, nächstes Pärchen sind A, Mountain Climbers und Hampelmann. Mountain Climbers, wer es nicht kennt, ist hauptsächlich für die Bauchmuskeln. Da sieht das Ganze so aus. Stützt euch ab und jetzt Becken einrollen, Bauch fest unter Spannung und die Knie schwungvoll
unter die Brust ziehen. Auch hier wieder achtet darauf, dass euer Becken nicht durchhängt oder ihr einen Hohlkreuz habt, sondern lieber Becken einen Ticken einrollen, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen, Bauch angespannt und dann funktioniert die Sache. So, aktive Pause. Nächste Übung, Hampelmann. Um genau zu sein, zwei Hampelmänner. Werdet auch gleich sehen, warum. Und zwar einmal Hampelmann groß, klein. Groß, klein. Hoch, klein. Also der Tiefe, da seid ihr noch voll unter Spannung und habt so ein bisschen eine kleine koordinative, ja, Challenge, wenn man so will. Ich bin auch keine Grazie, muss mich auch immer wieder ziemlich fest konzentrieren, dass ich das Ganze hinkriege. Aber man kriegt's hin. Zweite Runde, machen klein was. Ich drehe mich schon mal. Wem der Liegestütz am Anfang zu heftig ist, ihr könnt euch auch auf die Unterarme in einen Plank gehen. Das würde auch gehen. Allerdings wird es dann ein bisschen schwierig, die Knie unter die Brust zu bekommen. Ja. Aber ich behaupte mal, am Anfang müsste das jeder hinbekommen. Vielleicht nicht gerade das 30 Sekunden lang, vielleicht nur 10. Dann langsam steigern. Also ich will euch nur damit Mut machen, das kriegt ihr hin. So. Nochmal eine Runde Hampelmann. Tief atmen, Lungen füllen, Kraft tanken für die nächste Runde. Und los geht's. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Wenn ihr euch wundert, warum gucken der Kerl die ganze Zeit auf den Boden, es liegt daher, dass mein Handy mit dem Timer vor mir liegt, also in dem Bereich des Bildes, den ihr nicht sehen könnt. So. Nächste Runde abgefrühstückt. Letztes Pärchen sind einmal Knielifts, also Knieheben und gesprungene Kniebeugen. Sumo Squats. Werdet gleich sehen, was ich damit meine. Aber erstmal kommen die Knielifts. Auch hier wieder, ihr hört es hoffentlich. Oder ich hoffe, ihr hört hoffentlich nicht sehr viel. Das Ganze findet auf den Fußballen statt. Es liegt daran, dass ihr, wenn ihr auf den Fußball aufkommt und euch auf den Fußball abdrückt, wirkt euer Fuß wie so eine Feder. Würdet ihr das Ganze mit einem flachen Fuß machen, würdet ihr sukzessive eure Fußknöchel kaputt machen und könntet nicht so viel Kraft erzeugen. Also immer schön auf den Fußballen, wie so ein Boxer, der so tänzelt. Geht einfach nach Gehör. Dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Sumo Squat, Beine breit und hoch. Langsam tief, hoch. Langsam tief, hoch. Hier achtet drauf, dass die Fußspitzen rausgedreht sind und die Knie in die gleiche Richtung zeigen wie eure Fußspitze. Rücken bleibt gerade, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Schaut geradeaus und lasst euch in der exzentrischen Phase langsam ab. So als wolltet ihr eine Feder spannen. Okay, Runde Nummer 1. Ready. So. Nochmal Liegelift. So, jetzt geben wir nochmal Gas. Und Knie hoch. Auch hier wieder. Das ist eine Übung, hauptsächlich für den Bauch, aber auch eure Quadrizeps
versucht deinen Bauch schön angespannt zu halten und die Knie so weit wie möglich nach oben zu ziehen. Ja. Auf den letzten Metern versuchen wir nochmal die Frequenz zu erhöhen. Oh. So, letzte Runde. Nochmal zu Brustquads. Ihr hört es ja, ich bin ziemlich außer Atem. Aber glaubt mir, es fühlt sich fantastisch an. Kann man erst verstehen, wenn man es gemacht hat. Langsam tief. Auch hier wieder schön abdrücken. Der letzte Kontakt ist der Fußballen. Und der erste, wenn ihr aufkommt, genauso. Und dann solltet ihr so wenig wie möglich hören. Also außer ein Tippeln. Die letzten Sekunden. Mein Hintern und meine Oberschenkel melden sich nämlich auch gerade. Okay. Das war's. So, das war das neueste Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann mit meinen Videos den einen oder anderen inspirieren. Gebe euch vielleicht ein paar Denkanstöße, was man daheim auch noch machen kann. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wieder bei meinem nächsten Video wiedersehen. Sogar vielleicht gibt der eine oder andere mir einen Daumen hoch. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten bin ich erstmal durch. Werde mich jetzt ein bisschen entspannen. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und freue mich, euch bald wieder in meinem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich bin raus, euer Chris.